Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battlefest wird nix. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute geht es nämlich um ein paar Paragon-Kisten. Und ich habe mir schon ein paar gefarmt. Wir haben 4 Stück im Inventar. Hinter uns beim Prinz Erasmin ist da noch die 5. Kiste. Und ich hoffe, dass ich ja vielleicht das ein oder andere Item rausbekomme aus den Kisten. Ich bräuchte nämlich hier beim ja, bei den Legendary Essenzen noch die von DD und Heiler aus den Kisten raus und von den Kisten aus den 8.3 Gebieten, also Uldum und dem Tal, könnte ich ja noch die Pets brauchen. Ich will mir die ungern im AH kaufen, die kosten relativ viel und ich würde sagen, wir starten durch, schauen mal an, was in den Kisten drin ist. In der ersten Kiste von Ankoanan ist hoffentlich eine Essenz drin. Nein, ich habe extra auf Heiler umgestellt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wahrscheinlich nicht, aber der Versuch ist auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall es wert. Dann haben wir eine Rajani-Kiste. Auch nur Gold. Eine Rossbolzen-Kiste. Auch nur Gold. Komm, bitte gib mir ein Item. Abkommen. Oh mein Gott, wieder nix. Okay, dann machen wir jetzt noch die letzte Kiste auf hier für eine Essenz Rossbolzen. Und krieg ich denn nix? Ach komm, jetzt habe ich wieder ewig viel Ruf. Das sind jetzt wieder 50.000 Ruf aus dem Kamin geblasen für nichts außer ein bisschen Gold und Kriegsressourcen. Und mit Kriegsressourcen kann ich mich zuschmeißen. Jetzt haben wir 55.000 Ressourcen und ich mache schon immer die Mission tatsächlich. Ja gut, das war mal wieder nix. Leider, leider. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Kriegt ihr was aus den Paragon-Kisten? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Ich bleib weiter dran. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.